Hi. Wir sind Ilan und Anja und bauen uns derzeit ein Tiny House auf Rädern. Das Haus steht soweit, der Innenausbau schreitet so langsam voran und in der kommenden Woche werden wir wieder bei unserem Häuschen sein und uns der Gaswasserinstallation mit einem Profi natürlich widmen. Bevor wir dazu kommen, haben wir jetzt endlich mal unser Paket ausgepackt und zwar unseren Filter, unseren Wasserfilter, den wir euch heute mal genauer zeigen möchten, euch erklären wollen, warum wir uns für diesen Filter entschieden haben, beziehungsweise was der so kann, wie der aufgebaut ist, welche Teile dazugehören. Wie das System genau eingebaut wird und es am Ende funktioniert, das zeigen wir euch dann nochmal in einem separaten Video. Nur wir wissen aus Erfahrung von unserem letzten Besuch, dass es super stressig und intensiv ist. Genau, und möchten einfach vorher für euch schon mal das System erklären und auch selbst verstehen und legen jetzt los. Ja. Warum bauen wir uns überhaupt einen Wasserfilter ein? Wir möchten mit unserem Haus so mobil wie möglich sein. Wir haben uns immer schon vorgestellt, auch woanders zu wohnen oder woanders zu leben. Also nicht nur in Deutschland, Österreich oder Schweiz, sondern gegebenenfalls auch an Orten dieser Welt, wo die Wasserqualität nicht so gut ist. Wir hatten da auch ein Negativerlebnis, als wir zweimal Urlaub in Tunesien gemacht haben und obwohl wir da auf viele Dinge auch geachtet haben, hat es uns einfach erwischt. Wir möchten einfach gucken, dass das Wasser, egal wo wir sind, welches in unser Haus, in den Frischwassertank reinkommt, so sauber wie möglich ankommt, damit wir das dann auch weiterverwenden können. Beim Trinkwasser selbst filtern wir das ja jetzt auch schon. Ja. Wir wollten aber auch einen Filter, auf den wir uns immer verlassen können. Also egal, welche Erschütterung gerade herrscht mit diesem Haus, welche Bewegungen oder egal, wo wir gerade auf dieser Welt sind, dass wir wirklich einen Filter haben, der uns so schnell über die nächsten Jahre nicht in Stich lassen wird und sind dann irgendwann auf die Firma Famous Water gekommen. Wir haben eine tolle Beratung bekommen, muss man ehrlich sagen. Irgendwann hat Jochen uns auch das passende Produkt zusammengestellt, was für unseren Bedarf auch passen könnte. Das zeigen wir euch gleich. Wir möchten aber hier nochmal betonen, dass wir in diesem Zusammenhang auch eine Kooperation eingegangen sind und das Produkt vergünstigt zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ihr wisst aber, es hat keinen Einfluss auf unsere Meinung. Wir stellen das ganz transparent dar und werden dann auch bei Zeit, wenn wir aus der Praxis dann sprechen können, natürlich erzählen, was uns sehr, sehr gut gefällt oder was vielleicht noch verbesserungswürdig ist. Wir haben uns also für den WaterJack Fresh Assembly 4H entschieden. Dieser besteht aus 2 Keramikfiltern und 2 Aktivkohlefiltern. Bei uns in Deutschland oder auch Mitteleuropa reicht eigentlich der Keramikfilter vollkommen aus. Wir haben uns trotzdem aber auch für das Vierer-Set jetzt entschieden, mit der Option, die Aktivkohlefilter zu nutzen, wenn wir wirklich auch mal Oberflächenwasser wie Seewasser verwenden oder wirklich auch mal in anderen Gebieten, die nicht Mitteleuropa sind, stehen werden und dort das Wasser trinken wollen. Dieses Gerät ist eigentlich schon das ganze Stück und ihr seht hier auf der Unterseite ist dann auch entsprechend das Gewinde. Edelstahlgewinde. Genau, ein Edelstahlgewinde. Hier wird dann die Kartusche, also der Filter, hereingeschraubt von unten und wir haben dann einmal einen Durchfluss von links nach rechts. Die Filter kommen in diesen Behälter rein und werden dann entsprechend hier im Gewinde fest verschraubt. Das ist also kein Hexenwerk. Wir haben das eben schon mal zusammengedreht und ausprobiert. Das funktioniert ganz gut. Aber das Wasser muss ja erstmal ins Haus kommen. Genau, und damit das Wasser ins Haus kommt, haben wir eine solche Serviceklappe. Wenn man das jetzt hier sieht. Genau, so sieht die aus. Hier haben wir den Strom, bzw. den Schalter für die Pumpe. Hier nochmal von der Rückseite. Der eine Einfüllstutzen ist für das Wasser mit Druck, also wo bereits Druck drauf ist. Und der andere Einfüllstutzen geht dann durch unsere Pumpe, die dann mit Druck das Wasser in unseren Tank pumpt. Und hier haben wir dann auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze zu verschließen. Für den einen Anschluss haben wir auch nochmal den Adapter auf Gardena. Wenn wir also Stadtwasser verwenden mit Druck, ist auch ein bisschen hygienischer, wie wir finden. Ja. Das hier ist dann noch der, ich hoffe, man kann das gut erkennen. Ja, ich mach mal. Das ist noch der Ansaugschlauch mit diesem Filterkorb und der Kupplung, der dann direkt in die Steckdose auch reinpasst. Mhm. Wenn wir wirklich Oberflächenwasser ins Haus leiten wollen oder von einem Wassertank, wenn man irgendwo in einem Supermarkt mal so einen großen Frischwassertank sich kauft, dass das Wasser umgefüllt werden kann. Das hat uns auch total gut gefallen, weil man diesen Filter auch manuell abnehmen und sauber machen kann. In diesem Fall benötigen wir allerdings eine Pumpe. So sieht sie aus. Das ist die Pumpe, die unser Wasser mit 4,8 Bar Druck
ins Haus befördern wird, in unseren Wassertank, Frischwassertank. Warum 4,8 Bar? Weil wir ein bisschen Druck benötigen, um durch dieses Filtersystem zu gelangen. Das wird nämlich etwas länger dauern, so oder so, bis unser Wassertank voll wird, weil wir nämlich uns dafür entschieden haben, beide Keramikfilter als auch die beiden Aktivkohlefilter vor den Frischwassertank zu schalten. Man könnte das nämlich auch anders gestalten. Man könnte anstelle von diesen 4H-Systemen könnte man sagen, ja, ich möchte zwei Keramikfilter vor dem Tank und die zwei Aktivkohlefilter nach dem Tank. Die Keramikfilter, die halten eine Ewigkeit, ich glaube 10 oder 15 Jahre, die kannst du auch immer mal wieder ausspülen. Bei den Aktivkohlefiltern ist das etwas anders, die muss man regelmäßig tauschen. Und daher haben wir uns dafür entschieden, solange wir hier in Deutschland oder Österreich oder in der Schweiz sind, können wir diese dann auch einfach abschrauben. Dann werden die auch gar nicht gebraucht, somit auch gar nicht verbraucht. Genau, das System funktioniert also auch ausschließlich mit den zwei Keramikfiltern vorne. Uns war es allerdings wichtig, dass das Wasser so sauber wie möglich überhaupt in den Tank erstmal hereinkommt, weil ja trotzdem, trotz des guten Wassers, auch hier die Rohre Rückstände haben und wir einfach vermeiden wollen, dass irgendwelche Ablagerungen in unseren Frischwassertank kommen. Und das ist natürlich am ehesten damit gegeben, wenn wir alle Filtrationen vor dem Frischwassertank vornehmen. Das hier ist auf jeden Fall ein Keramikfilter. Der Keramikfilter ist dafür zuständig, erstmal die Bakterien zu beseitigen oder rauszufiltern. Und der Aktivkohlefilter übernimmt eher den Part für die Chemikalien, also für alle Rückstände, die sich noch in diesem Wasser befinden, sei es jetzt Bleirückstände, Chlorrückstände, Schwermetalle. Das übernimmt dann der Aktivkohlefilter und diesen müssen wir dann, wie gesagt, hin und wieder dann auch austauschen. Dann haben wir noch den Wasserverteiler mit Rückschlagventil. Also hier kommt dann die eine Seite zum Beispiel vom City-Wasseranschluss rein, die andere dann, die von der Pumpe kommt, wenn das ganze Wasser über den Ansaugschlauch transportiert wurde. Und hier geht es dann weiter in den Filter. Wir können ja nochmal kurz zusammenfassen. Was haben wir eigentlich? Also, wir haben einmal die Steckdose, damit das Wasser überhaupt erstmal reinkommt, entweder vom Festanschluss oder mit dem Ansaugschlauch mit Hilfe der Pumpe. Mithilfe der Pumpe über diese Serviceklappe. Genau. Dann haben wir den Verteiler mit Rückschlagventil. Dann geht das Ganze durch die Filter und eigentlich dann schon in den Frischwassertank. Also heute, wie ihr seht, ein kurzes, knackiges Video. Wir wollten euch einfach mal zeigen, was wir so geliefert bekommen haben, wie das ganz grob funktioniert. Wenn ihr noch weitere Infos haben möchtet, was exakt diese Filter, Keramikfilter und Aktivkohlefilter beseitigen könnt, dann schaut doch gerne mal auf der Website vorbei von Famous Water. Wir verlinken euch das gerne in der Infobox. Lasst uns gerne einen Daumen da, abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, mit dem Glöckchen, damit ihr auch kein Video mehr verpasst. Und wir freuen uns schon auf kommende Woche. Tschüss.